Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Medieval Dynasty. So, wir haben in der letzten Folge hier ein bisschen gekocht, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Genau, Fleisch mit Soße und können das Kram ins Lebensmittellager bringen. Ja, in der letzten Folge, also bei der letzten Aufnahmesession, also in einer der letzten Folgen, habe ich noch gesagt, es hat bis an dem Tag kein Update gegeben. Ja, als ich das Spiel dann beendet habe, habe ich gesehen, es gibt ein Update. Also es muss irgendwann während der Aufnahme gekommen sein. Und ich überlege gerade, ob wir noch mal ein bisschen Fleisch mit Soße zusätzlich machen. Haben wir noch? Was brauchten wir für Fleisch mit Soße? Fleisch, Zwiebeln. Fleisch haben wir mit Sicherheit. Oh ja, 646. Dann machen wir vielleicht nochmal 40. So, und Zwiebels brauchen wir natürlich noch. Oh, da haben wir auch mehr als genug. Ich weiß gar nicht, wie viele Zwiebeln brauchten wir? Drei? Oder war das eine? So. Und Holzschalen, glaube ich, ne? Ich glaube, wir brauchen Holzschalen. Oder Holzteller. Ich nehme mal 40 von denen mit. Und 40 von denen. Dann wissen wir es eher. So, zur Not muss ich nochmal Fleisch holen, falls ich da nicht genug habe. So. Fleisch mit Soße. Gebratenes Fleisch brauchten wir. Eins und drei Zwiebeln. Okay, dann passt das. Ich muss jetzt nur erstmal Fleisch braten. 40 Stück, um genau zu sein. Und dann gucken wir mal weiter. So. Ja, schauen wir mal. Ne? Wir sind jetzt im Winter, dann kommt Frühling und im Sommer, wenn ich es richtig weiß, wird Xabor 8 sein. Das heißt, dann werden wir umswitchen. Dann machen wir den ersten Generationswechsel und gucken natürlich, dass Xabor dann auch Familie gründet, und weil bei Kindern ist ja bei dem 7. Lebensjahr, glaube ich, passiert noch irgendwas. Also das sind alles so Ereignisse oder Quests, die jetzt ins Spiel gekommen sind, nachdem ich sie angefangen habe, oder nachdem auch der Xabor schon allzu alt war. Das kam halt mit den Updates mit. Apropos Update, das Update, was da letzte Woche Mittwoch war, was vorletzte Woche Mittwoch, habe ich ja die letzten Folgen aufgenommen. Das war so ein kleineres Update, verschiedene neue Geräusche, paar Fehlerbehebungen und sowas, also nichts Wildes. Also keine großen neuen Funktionen oder so. Das Update steht noch aus. Bin mal sehr gespannt, wann das kommt. Ich gucke inzwischen ja immer, dass ich Medieval Dynasty dann möglichst versuche, also ab jetzt dann quasi zum Wochenende hin aufzunehmen, um das mögliche Update dann auch gleich zeigen zu können. Oder relativ zeitnah zeigen zu können. Und ja, weil ich gehe mal davon aus, dass es spätestens freitags dann ja kommt. Und ich wieder nur einer. Muss nochmal gucken, was war das denn, was da gefehlt hat. Das ist jetzt schon so lange her, wo ich aufgenommen habe. Anderthalb Wochen etwa. Wie gesagt, das eine habe ich mittwochs aufgenommen. Mittwochs kam ja dann das Update noch.
Naja, mal gucken. Wir müssen halt jetzt mal die Wintertage noch ein bisschen rumbringen. Vielleicht kann ich später noch, vielleicht am nächsten Tag noch ein bisschen. Gucken wir mal, ob wir noch was bauen können oder sollten oder tun. Schauen wir mal. Bald geht's da dann los. Aber wir haben noch einige Häuser, die wir füllen müssen, ne? Also bald geht's los dass die Kinder erwachsen werden, dass die eigene Häuser brauchen. Aber, wie gesagt, das ist natürlich noch ein paar Tage hin. Beziehungsweise wir haben halt auch noch Häuser, die wir füllen müssen vorher. Aber schauen wir mal. Kriegen wir alles irgendwie hin. Dann brauchen wir natürlich auch neue Jobs, ne? Wobei, noch haben wir. Feldschuppen haben wir. Ne, da haben wir, glaube ich, nichts mehr. Aber Scheune habe ich definitiv noch Platz. Bei den Jägern haben wir definitiv noch Platz. Und Holzfällerhütte ist definitiv auch noch ein Platz, glaube ich, frei. Muss mal gucken, was unser Holz eigentlich macht, unsere Holzstämme. Die waren ja so, dass sie so viel weniger wurden. Da muss ich mal gucken, nicht, dass uns die ausgehen. Oder möglicherweise, wenn ich da oben sehe, zwei schon ausgegangen sind. Drei. Oh oh, aber die acht Essen machen wir jetzt noch. Die acht Essen, die kriegen wir noch hin. Vier Essen sind es ja auch nur noch. Es sind nur noch zwei, wo was fehlt. Muss ich mal gucken. Kann natürlich gut sein, dass uns die Baumstämme ausgegangen sind. So, das gehen wir jetzt aber mal gucken. Ach so, ich könnte ja hier mal gucken, was jetzt eigentlich das Problem ist. Wo. Tierhaltung ist kaputt. Näherei, Schmiede. Kein Material. Leingarn ist uns ausgegangen. Was ist eigentlich mit dir? Haben wir die vergessen? So. Weil die müssten ja schon längst fertig sein. Leingarn fehlt. So, Rührei. Essen wir gerade mal. Merkt nämlich, dass er hier Hunger kriegt. Und dann können wir auch gerade noch einen Schluck trinken. So, was fehlt denn? Überall Leingarn oder was? Produktion 4. Näherei. Dir fehlt Wolle. Dir fehlt Leingarn. Auch da fehlt Leingarn. Da muss ich gleich mal gucken, ob wir welches herstellen können. Schmiede war auch Leingarn. Na. Achso, der eine hatte zwei Sachen, genau. So, die Holzschalen packen wir mal hier hin. So, jetzt muss ich auch mal gucken. Holzstämme. Oh, die werden wieder deutlich mehr. Sehr gut. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Haben wir Flachshalm? 7. 7 ist wenig. Dann würde ich sagen, gehen wir mal ein paar Sachen verkaufen. Ich habe ja einiges noch an. Wobei, das Fleisch und die Zwiebeln können wir noch verwenden. Verkaufen wir mal nicht. Aber dann gehe ich jetzt gerade mal nach Hornika. Später mal eigentlich. 14 Uhr.
und gucken mal, dass wir Leingarn kriegen und Wolle vielleicht. Wobei es kann sein, dass ich die Wolle bei ihr schon gekauft habe. Das kann gut sein. Aber dann kann ich vielleicht noch Flachshalm und Leingarn kaufen. Hi Carolina. How have you been? Zeig mir mal Let deine me show you Waren. my wares. Flachs können wir kaufen, Flachshalm können wir kaufen, Leingarn können wir kaufen. Wolle habe ich schon gekauft. Okay, das war's. Mach's gut. Farewell. Vor dieser Aufnahme habe ich übrigens Wild West Dynasty gespielt. Muss sagen, das ist sehr erholsam, anschließend Medieval Dynasty zu spielen. Wild West Dynasty ist halt doch noch sehr, sehr frühes Early Access Stadium. So, man merkt das. So, aus Flachshalm können unsere Leute machen. So. Dann gehen wir jetzt gerade mal noch den Flachs verarbeiten. Da will ich jetzt nicht extra die Scheunenarbeiter wieder für umstellen. Das machen wir selber. Und dann müsste ich vielleicht mal gucken, dass ich nochmal nach Denika Lauf oder morgen dann nach Denika Lauf. Denika und Gustovia. Die zwei Orte, dass wir Flachs und Leingarn und Wolle und sowas kaufen können. Lass den jetzt mal hier da vorne dran stehen, dass wir dann einfach mal gucken können, ob die jetzt auch wieder rausbacken oder ob die dann hier drin bleiben. Reicht ja eigentlich. Zum Testen reicht das. Ups. Es hat ja ein Update gegeben. Also nicht im Public. Also nicht von der Hauptversion, sondern in der Public Stage, also in der Beta quasi. Da hat es ein Update gegeben. Wie gesagt, es sind aber hauptsächlich Geräusche. Dass da neue zugeordnet worden sind und so Sachen. Ein paar Fehlerbehebungen halt. Vielleicht ist die hier ja dabei. Wäre schön. So. Auf zur Scheune. Gucken, dass wir noch ein bisschen Flachs kriegen. Flachshalm. Flachs haben wir, aber Flachshalm brauchen wir noch. So, dürfte ich da gerade mal dran, meine Liebe? Das wäre super. Danke dir. So, dann machen wir nämlich Flachshalm. Und dann gehen wir morgen noch mal ein bisschen shoppen. So, das war's. Ach, Xabor ist hier. Xabor lernt hier. So. Passt.
Was macht eigentlich unser Brennholz, by the way? Das müsste noch 2800 Stück, das ist okay. Holzstämme haben wir auch ordentlich. Da können wir vielleicht noch ein bisschen Brennholz machen, einfach mal. Brauchen wir ja nicht mal für weglaufen. So, machen wir gerade mal 20 Brennholz. Eigentlich macht man die ja eher mit einer Axt, ne? Aber ist ja mal egal. Hauptsache, wir machen Brennholz. Da leveln wir dann gleichzeitig auch noch unseren Gewinnungsskill. Das ist ja auch kein Fehler. Auch das ist kein Fehler. Sieben Stück noch, dann haben wir's. Sechzehn noch, dann 17, 18, 19 und 20. Halleluja. Ach so, abladen sollte ich es noch. 80 Brennholz haben wir gemacht, das ist doch schon mal gar nicht so verkehrt. Wie sieht es denn punktemäßig eigentlich aus? 143 von 3000. Ja, da fehlt uns noch das ein oder andere, ne? Was eigentlich hier mit unseren Leuten? Was fehlt hier noch? Näherei. Wolle. Ach genau, die konnten wir nicht kaufen. Und auch dir fehlt Wolle. Das macht Sinn. So, komm mal gucken. Karotten sind eingesät. Sehr schön. Also die haben auch ihren Job gemacht. Passt. Hi, Gutzimira. Habe ich noch was zum Verschenken? Holzkaninchen. Warum habe ich da so viele von? Muss los, sei brav. See you soon. Hi, Malvina. Auch du kriegst ein Holzkaninchen. So, ich muss los. Wir waschen uns vorsichtshalber mal. Ja, jetzt noch nach Gustovia gehen macht, glaube ich, wenig Sinn. Genau, wir haben nämlich 5:30. Dann gehen wir nämlich eher zeitig ins Bett. Und gucken dann mal. Schafe scheren darf ich ja nicht. Oh, hi Gerada. Ich habe eine Kleinigkeit für dich. Auch du kriegst ein Holzkaninchen. Ingrida? Ich weiß nicht, ob das so ideal ist, was du da machst. Ja, ich würde ja scheren, aber ich darf nicht. Dann werde ich ja geschimpft. Eier nehmen wir mal mit. Bei Eier haben wir, glaube ich, eigentlich genug, ne? Mäh. So. Die liegen da rum. Ach so, genau, das ist ja quasi als Tierfutter gedacht. Ah,
Ah, wir haben 18 Uhr. Sehr schön. Kann ich gerade mal nachhören. Ist hier was Interessantes zu Ohren gekommen? Nichts Neues, nichts Interessantes. Okay. Hätte ja sein können. Hi, Aldimir. Wie war dein Tag bisher? Der Winter ist gar nicht so schlecht. Sieh es von der positiven Seite. Es gibt weniger Feldarbeit zu erledigen und du kannst mehr Zeit mit deinem warmen, gemütlichen Zuhause verbringen. Es ist außerdem die Jahreszeit der langen Geschichten und der Unterhaltungen am Feuer. Was beschäftigt dich im Moment? Mir ist vor kurzem eine einsame Jägerin begegnet. Ihr freudloses Gesicht ließ mich erschaudern und mir wurde klar, dass ich es nicht ertragen würde, so ein Einzelgänger wie sie zu werden. Das Leben mit und für andere gibt meinem Leben einen Sinn, den ich niemals aufgeben würde. So. Have a good day. Have a good day. Sie schwebt, oder? Ja, sie schwebt. Na wo ja, kann man machen, so zu sitzen. Das stelle ich mir aber sehr anstrengend vor. Also ich würde es nicht raten. Was haben wir eigentlich in dem hinteren Teil? Ja, ach, Brennholz, genau. Da habe ich ein Brennholzlager gemacht. Stimmt ja. So. Ich würde sagen, wir gehen dann jetzt mal schlafen. Wir haben 19 Uhr durch. Sehr schön. Können wir in den nächsten Tag gehen. Und dann können wir dort nach Kostovia und Denika reisen. So, bis zum nächsten Tag. Oh. Morgen, mein Schatz. Wie steht's in unser kleines Königreich? Die Arbeiter brauchen mehr Handwerksmaterial. Ja, da ziehe ich jetzt los, meine Liebe. Mach mich schon auf den Weg. Erst Kostovia, da holen wir ein bisschen Flachs und Flachshalm. Kriegen wir ja beim Edwin. Und dann gehen wir weiter nach Denika. Ist die Frage, gehen wir über Branika? Da wäre auch nochmal. Wobei, nee, Denika sollte reichen. Mehr Wolle kriegen sie einfach nicht. So, auf geht's. Man, ich könnte natürlich noch über Branika und Baranika könnte ich gehen, ne? Weil hier kriege ich Wolle und da kriege ich Wolle. Und würde dann so über Denika zurück. Ich glaube, das machen wir. Machen wir eine größere Tour. Kostovia, Borovo, also Kostovia, Branika und dann wieder nach Hause. Ich glaube, das ist ein guter Plan. Dann kann man einen Schluck trinken, ne? Besser wäre das wohl. Ja, in der heutigen Folge werden wir die Tour wohl nicht mehr fertig kriegen. Macht aber ja nichts. Kommt sie in der nächsten und in der nächsten. Könnten wir mit ein bisschen Glück. Ah, wird knapp den Winter beenden. Vielleicht auch nicht. Immer die Frage, wie schnell gehen die Tage rum, ne? Und ja, ich könnte solche Strecken hier natürlich reiten. Für die jetzt noch nicht so lange gucken. Ich habe Pferde, ich habe Esel. Aber ich laufe tatsächlich sehr gerne die Bewege einfach ab. Ist, ja, mache ich einfach lieber. Weil da kann ich halt auch zwischendrin mal Sachen sammeln und
also was, das geht klar vom Pferd irgendwo auch, man muss halt ständig absteigen. Und da habe ich nicht so die Lust zu. Aber ist natürlich auch alles Geschmackssache. Ups. Verteufel da keinen, der sagt, er will lieber reiten oder gar die Schnellreise nutzen. Dafür sind die Sachen da, dass man sie nutzen kann, wenn man das möchte. Und ist ja jedem selber überlassen, wie er spielt. Hauptsache, es macht demjenigen Spaß. Wer nur zuguckt und dem das nicht gefällt, der muss halt weggucken. Tun sich auch zwar manche Leute schwer mit, aber ist im Prinzip deren Problem. So, gucken wir mal, wo der Edwin ist. Ist der schon in der Scheune? Tendenziell nicht. Marold. Edwin, wohntest du hier? Ja. Hi, Edwin. Gesundheit. Zeig mir mal deine Waren. So, Flachs. Flachshalm. Wolle hat er ja leider keine. Okay. Mach's gut. It was nice seeing you. So, dann gehen wir weiter nach Baranica. Und von dort nach Branica. Und von dort nach Denica. Und von dort aus dann wieder nach Hause. Dann sollte auch Abend sein. Bis wir die Tour durch haben. Die hatten wir schon gesehen, ne? Ja. Die hatten wir schon gesehen. Gehe hier mal durchs Wasser, dass wir so quasi gleich noch baden im Zuge der Flussdurchquerung. Ein Bad schadet ja nie, sonst fangen wir mal irgendwann an zu stinken. Und das ist halt eine Stelle, die ist relativ schmal. Da kommt man schnell und zügig durch. Deswegen nutze ich das ganz gerne. Ach, das sah aus wie Qualm. Ich war gerade irritiert. Weil ich war der Meinung, dass wir hier schon lang gekommen sind. Sind wir auch. Hatten, glaube ich, Quests in Baranica oder Branica. Weiß es gerade gar nicht mehr. Wie gesagt, schon ein paar Tage her, wo ich die Aufnahmen gemacht habe, die letzten. In Denica, weiß ich, waren wir auch und ich habe überall vergessen, Wolle zu kaufen. Naja, dann laufen wir halt nochmal hin. Wir haben eh nicht viel zu tun. So, wo ist denn die Alina? Von der kriegen wir Wolle. Denke ich mal. Jaromira. Ist die Alina noch hier? Ja. Hi Alina. Zeig mir mal deine Waren. Brennholz, Pelz. Wir kriegen keine Wolle von ihr. Oder habe ich die tatsächlich schon gekauft? Mach's gut. See you soon. Ja, erzähle ich auch immer gern wieder. Alina war in der ersten Staffel von Medieval Dynasty, die ich hier gespielt habe auf YouTube. Meine Frau, das war zu Anfangszeiten, wo das tatsächlich noch ging, dass man die Dorfbewohner heiraten konnte. Was ist da denn? Ach so, okay.
Sah aus wie ein Baumstumpf. War aber keiner. Genau, war zu Anfang, wo man die Dorfbewohner noch heiraten konnte. Das wurde dann ja irgendwann mal geändert, dass das nicht mehr ging, sondern dass man nur noch die Reisenden aus den Dörfern oder von den Lagerfeuern heiraten konnte. Fand ich schade. War nur eigentlich schön, dass man sich im Dorf oder im Nachbardorf wen suchen konnte, mit dem anfreunden konnte, den heiraten konnte. Hat aber letztendlich dann dazu geführt, dass mit irgendeinem Update... Moment. Achso, nee, mach's gut. Dass mit irgendeinem Update... Hallo da. Zeig mal deine There's Waren. Goods in the valley. Du hast doch Wolle, ne? Du hast Flachs, sehr gut. Flachshalm, auch gut. Leingarn, auch. Wolle. Wollgarn. Wollstoff brauchen wir, glaube ich, nicht kaufen. Mach's gut. Have a good day. Gesundheit. Genau, wo war ich das mit irgendeinem Update? Wo dann die Schäferin, also die Alina aus Baranica, dann Händlerin wurde, was sie vorher nicht war. Sie war halt einfach die Schäferin, die Tochter von Zweien aus Baranica, aber kein Händler. Und ja, dann wurde sie Händlerin und dann hatte ich aber halt in Baranica keinen Händler, weil die hatte ich ja geheiratet und die wurde auch nicht ersetzt. Ich glaube, hier haben wir alles, ne? Ja, hier waren wir schon tätig. Ja, aber ansonsten fand ich das eigentlich sehr schön, dass man die Damen und Herren aus den anderen Dörfern heiraten konnte. Aber dann hätte sich das Team natürlich was ausdenken müssen, dass die Stellen dann irgendwie wieder anderweitig besetzt werden. Weil halt, wenn ich die Schäferin heirate, ist sie halt weg. Und das ist natürlich eher doof. Dann hätte man irgendwas machen müssen, dass die weggeheirateten Personen halt in irgendeiner Form wieder ersetzt werden. Ich denke mal, das wäre schon was komplexer geworden. Und so hat sich das Team dann wahrscheinlich einfach entschieden, dass man nur noch die Reisenden aus den Dörfern heiraten kann. Also die am Lagerfeuer oder halt so hier unterwegs sind. Manche laufen ja auch. Manche sind ja tatsächlich zu Fuß hier unterwegs. Wie spät haben wir eigentlich? 12 Uhr, ja doch, das ist gut. Bis wir dann Denika sind und dann wieder daheim sind, dürfte es spät Nachmittagabend sein. Das passt. So, und ich sehe, die Zeit ist um, deswegen sage ich mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ich würde mich sehr darüber freuen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. In diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal.